Normalerweise regieren hier die Vampire im Wiener Ronacher, da geht's blutig zu, doch am Montagabend, da wird es glamourös und glitzernd, denn da wird die goldene Nestroy-Statuette verliehen an die Künstler und Künstlerinnen im Theater- und Schauspielerbereich. Österreich hat hier ja hervorragende Künstler vorzuweisen und nominiert sind hier unter anderem Tobias Moretti für seine Performance bei den Salzburger Festspielen als Jedermann, aber auch viele, viele andere Größen aus der Theater- und Schauspielwelt. 40 Nominierungen gibt es hier. Besonders interessant natürlich auch der ORF-Publikumspreis, wer den heute ergattern wird. Da gibt es 12 Nominierungen, unter anderem Sandra Czerwik, Nikolaus Ovčarek, Max Simonischek, der Sohn von Peter Simonischek und die Bullschaft Stefanie Reinsberger, um nur eine der Größen zu nennen, die hier eine Chance auf diesen besonderen Preis haben. Ein glamouröser Abend. Es werden hier natürlich auch Stücke oder Ausschnitte aus Stücken vorgeführt. Man ist hier unter sich eine große Familie, die gerne zusammenkommt, besonders eben an diesem Abend, der einmal im Jahr zu einem großen Ereignis geworden ist, auf das man sich hier freut. 1050 Leute passen ins Wiener Ronacher und angeblich ist der gesamte Saal für diesen Abend hier ausverkauft, also ein rauschendes Fest ist hier garantiert. Mit welchen Erwartungen kommen Sie heute Abend hierher? Ein rauschendes Fest, hoffe ich. Ich drücke Daumen für Kollegen und freue mich, am alljährlichen Klassentreffen teilnehmen zu können. Wem drücken Sie denn am meisten die Daumen? Vielen, aber dem Edu Wildner besonders. Was erwarten Sie von diesem Abend? Haben Sie eine heimliche Favoritin oder einen Favoriten, dem Sie heute besonders die Daumen drücken? Der Nikolaus Habian. Was ist beruflich geplant bei Ihnen als nächstes Highlight? Zugfahren, möglichst weit jetzt einmal. Zugfahren, dabei was lesen, Text lernen, was schreiben und dann wieder mit dem Zug wieder heimfahren. Text lernen für welche Rolle? Das ist eine Rolle in einer Serie in Deutschland. In so einer lustigen und ernsten Serie. Okay. Ja? Wie heißt die Serie? La Boule und Erben. Wem halten Sie heute Abend besonders die Daumen oder haben Sie einen heimlichen Favoriten? Also heimlich ist es ja nicht so, dass man das nicht sagen darf. Nein, ich freue mich natürlich für die Produktionen des Theaters in der Josefstadt, das mir sehr nahe steht und hoffe sehr, dass es da ein paar Preise gibt zum Nachhausenehmen, aber auch die Off-Produktion. Es ist immer sehr interessant und ich freue mich über jeden, der gewinnt. Wer ist denn von den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern für Sie ein kommender Star? Naja, die verlassen uns ja, so wie die Reinsberger, die ja nach Berlin gegangen ist. Ich weiß es nicht. Ich werde mir den Nachwuchs heute auch noch anschauen. Ich sehe viele Produktionen, natürlich mehr im Musiktheater als im Sprechtheater, aber ich sehe auch im Sprechtheater viel. Und ich glaube, gerade bei den jungen Männern, so wie Matthias Franz Stein oder so, da gibt es sehr viele gute, junge, neue Leute, die im Kommen sind. Österreich ist zu Recht stolz auf seine Schauspiel- und Theatertradition. 40 Nominierungen gibt es hier in 13 verschiedenen Kategorien. Was auf jeden Fall schon jetzt feststeht, ist der Preis für Kirsten Dehne, eine großartige Schauspielerin am Wiener Burgtheater, die für die Verkörperung von unergründlichen Frauenrollen auf bravouröse Art und Weise bekannt ist. Und dafür bekommt sie den Preis für ihr Lebenswerk. Ebenfalls nominiert ist Tobias Moretti für seine Darstellung des Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Und ein ganz großer, heißer Tipp an diesem Abend ist das Stück Der Menschenfeind von Molière, was am Wiener Volkstheater aufgeführt wird. Hier gibt es gleich 5 Nominierungen. Es wäre eine große Überraschung, wenn dieses Stück ohne Preis nach Hause gehen würde.